Crystal Dynamics. It all started so simply. I had just finished my usual morning routine of nude funkercise, fired up the Barca Lounger, grabbed a quick bite to eat, and prepared to watch some serious tube. Little did I know, my snack was sent by Rez. Damit heißt ihr euch herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Projekt und zwar Gex 1. Damals ursprünglich für 3DO erschienen und dann gab es halt noch Ports für Sega Saturn und PlayStation 1, weil 3DO war viel zu teuer und kaum einer hatte ihn. Und zwar generell eine gefloppte Konsole. Ähnlich wie der CDI. Ich liebe den CDI, ich bin mit dem CDI groß geworden. Aber ja, ist halt leider auch gefloppt. Aber hey. Wir spielen natürlich die PS1-Version. Episches 2D-Spiel. Ich habe ja gerade Gex 3 fertig gespielt und jetzt wollte ich euch nur den ersten Teil mal vorstellen, der natürlich nicht so episch ist wie der dritte. Aber es ist ein richtig toller 2D-Plattformer. Ich kann euch wirklich dazu nur einladen, dem Spiel eine Chance zu geben. Auch der erste Teil hat so seinen gewissen Charme. Ja. Zu der Story des Spiels, ihr habt schon gesehen, ne? Gex wurde von Rez in die Mediendimension katapultiert, weil er eine Drohne geschickt hat, die ihn irgendwie kontrolliert hat und jetzt ist er der Star der Mediendimension und der Sklave von Rez, also er kämpft sich durch die ganzen Level und entkommt irgendwie diesem komischen TV-Fieber. Was viele nicht wissen ist, Gex macht nichts den ganzen Tag, guckt er nur Fernsehen und Pornos und gammelt gefühlt nur rum, weil er von seinem Onkel eine Villa auf Hawaii geerbt hat und ganz viel Geld. Das heißt, der Typ muss gar nichts machen. Gut, ihr Lieben. Von daher, geben wir dem Spiel eine Chance, ballern das Abenteuer durch. Ich freue mich unglaublich drauf. Denn dieses Spiel habe ich persönlich noch nie selber gespielt. Ich kenne das Spiel. Ich würde das gerne auf Kreis haben. Genauso wie es tatsächlich. Genauso wie es Gex 3 spielbar. Tangle. Ja, jetzt passt das. Jetzt habe ich die Gex 3 Steuerung. Sorry, dass ich an die so gewöhnt bin. Ja, euer Girl. Es ist hier mit Gex 1 am Start. Ich freue mich drauf. Das ganze Spiel ist auf Englisch. Nicht wie Gex 2 oder Gex 3, die komplett auf Deutsch sind. Oh, ist trotzdem witzig. Und ganz ehrlich, das ist ein 2D-Jump-Run. Die Sprachausgabe ist sowieso komplett egal. Um ein Level zu betreten, stehe vor einem Fernseher und drücke den X-Knopf. Ist hier Overworld. Sieht schon, was es für Level gibt. Grusel, Dschungel. Komplett abgespacedes Thunland, Asia-Reich und Rez, eigene Welt. Plus, es gibt noch eine Spezialwelt, wenn man die 100% macht. Ich versuche, die 100% zu bekommen, auch wenn ich wahrscheinlich nicht sofort alles finde. Ich werde euch das irgendwie zusammenschneiden. Das war auch die Geheimwelt Planet X sehen werden. Ja, das ist jetzt die Grusel-Overworld. Es gibt einige Level hier. Aktuell können wir nur den betreten. Wer lacht da so hämisch? Rein in den Level. Find one remote. Frankie und Tilly. Das Ding ist, die Remotes hat man in Gex 3 immer nur für irgendwelche Bedingungen erfüllt. Hier muss man die finden. Das ist das einzige Ziel des Spiels. Find level remote control to turn on new levels. Genau, nur so schaltet man neue Level frei.
Ja, Gex kann den Bounce-Jump nicht wirklich on-ground benutzen. Damit kann man Sachen zerstören, damit kann man auf Gegner springen. Wir haben den Schornschlag, können rennen und that's it. Das Spiel ist ziemlich basic. Aber wir können auch hier hoch. Ui. Cool. Ist natürlich die Frage, wie macht man das auf? Ui. Einmal dagegen schlagen in die Richtung. Ja, es gibt lauter Secrets. 100 Fliegen geben mir extra Leben. Soll klar sein. Kennt man aus diversen Jump-Runs. Tail Whip Powerballs. For one health point or eat them for special power-ups. Ah, okay, wenn wir dagegen schlagen, kriegen wir extra Leben. Und wenn wir sie fressen, kriegen wir Power-Ups. Interesting. Sind wir schnell. Schnell wie Sonic the Hedgehog. Wie gesagt, das Spiel ist blind. Ich bin keine Expertin des Spiels. Hold down the run button to get extra speed. Yes. Versuche auch die Level nicht durchzurushen, sodass wir möglichst viel sehen. Wie gesagt, gibt nicht so viele Secrets. Gibt hin und da wieder ein paar geheime Area mit Teleporter zu erreichen. Oder Boni. Und einen Boni pro Welt müssen wir finden, sonst kriegen wir Planet X nicht. Die Ultra-Secret-Geheimwelt. Gott, da müssen wir sprinten, sonst rutschen wir da runter. Und das Coole ist, das Spiel utilized die Fähigkeiten des Geckos perfekt. Denn Gex kann natürlich sich an Wänden fortbewegen und ich finde das ziemlich episch. Das ist halt ziemlich unique. Ich kenne ich echt nur von Gexy Boy und da schon Secret Warp. Cool. Plonk. Es gibt auch ein Cheat, um die Level frei zu spielen und One-Up-Cheat. Probieren wir mal, wie weit ich komme. Spätestens beim ersten Game Over werde ich diesen Cheat nutzen. Okay. Wie soll ich denn da oben hochkommen? Weil, wie gesagt, ich plane jetzt. Mit Speed wahrscheinlich. Ich plane jetzt nicht hier überall alles zu bekommen. Jetzt kann ich ein extra Leben. Yes! Aber. Wie gesagt, ich möchte das nicht durchwaschen, ich möchte ganz normal hier durch. Und er labert genauso viel wie in Gex 3, ist das nicht schön? Ich weiß gar nicht, ob man nämlich den Teleporter skippt. Hier ist zum Beispiel ein Checkpoint. Tail Whip Cameras to take a snapshot of your progress. If you die, you can start over from there. Richtig. Das Problem ist, man hat fast gar keine extra Leben. In dem Spiel, was ein bisschen kacke ist. Ui. Das waren jetzt nicht die einfachsten Sprünge. Wo gehe ich eigentlich lang? Seriously. Das ist ein Level-Skip? Wie gesagt, das Spiel ist blind für mich. Ich weiß ungefähr, was mich hier erwartet in diesem Abenteuer. Ich habe mir mal einen Walkthrough dazu angeschaut. Einen unkommentierten Walkthrough, weil keiner das Let's Played hat. Das ist eine Schande. Das Spiel ist bei weitem nicht so gut wie Gex 3, aber komm schon. Das Spiel ist trotzdem fantastic. Der Soundtrack ist ein Banger. Die Grafik sieht sehr gut aus. 1995. Das Spiel ist so alt wie ich. Pull down while jumping. Ah, da ist die Fernbedienung. Perfekt. Wenn man da oben hochkommen soll, ist mir jetzt so. Wir haben eh die Fernbedienung schon. Was ziemlich geil ist. Jump and push up to stick towards surface. Ja. Das haben wir schon lange gecheckt. Und wenn wir nach unten drücken und einen Schwanzschlag machen, können wir sogar nach unten angreifen. Episch, oder? Ja. Komm weg mit euch. Ja, die Fernseher sind viel gefährlicher im ursprünglichen Gags. Weil die explodieren immer noch. Können auch andere Gegner töten. Was ziemlich witzig ist. Boing. Ah, gucken, ob ich das kann. Ich kann das nicht. Da! Du hast gesehen? Wenn man das richtig lange timet, extendet das die Range. Seht ihr es? Kommt auch so ein Geräusch. Bringt nichts, ist nur ein Gimmick. Ist quasi ein Special Attack. Ui, ist da Wasser? Tödliches Wasser oder Sumpf oder... Ich finde es auch interessant, dass man mit so einem Friedhofslevel anfängt. Das ist nicht ungewöhnlich für so ein Jump'n'Run-Spiel. Hat ein bisschen was von Ghosts and Goblins.
Aber da ist das ganze Spiel ja so. Stand front of the exit TV and press up. Ja, davor stehen, nach oben drücken und schon sind wir aus dem Level raus. Ja, wir haben die Remote, wir haben sonst nicht wirklich was gefunden. Teleporter, ein extra Leben. Naja. Da kurz da. Hä? Er hat ein Level geschafft, anstatt sich zu freuen wie andere Jump'n'Run-Helden. Er kotzt uns einfach vom Bildschirm. Was ist so? To turn on the TV, press select. Use D-Pad to choose Remote. Ja, gut. Aktivieren wir das und schon ist der nächste Level offen. So funktioniert das hier bei Gags. Ich weiß, das Spiel ist voll anders. Grave Danger. Grabesgefahr. Oder schwere Gefahr. Kann man doppeldeutig übersetzen, was es ganz witzig macht. Ach, guck, die Totenköpfe. Ja. Gucken wir, ob wir den jetzt erwischen. Nicht wirklich. Aber ja, man kann den auch einen Totenkopf an den Kopf schmeißen. Ja. Oh Gott. Wieso glaube ich, dass wir... Oh, no. Hier gibt es doch schon bestimmt voll viele Secrets. Guck. Wieso glaube ich, dass da oben was ist? Nee, ist nichts. Ich hätte ja als Entwickler ein Secret hingemacht. Diese fliegenden Dinger, ey, sind so nervig. Tschüss. Die gehen dann mit dem Konter hoch. Boah, diese Grabsteine und so. Das ist schon eine krasse Atmosphäre. Kann mir sagen, was man möchte. Oh, Jason. Tschüss gesehen. Hab da nicht, nur hinterm Baum war. Das ist einfach Jason. Das Spiel ist so basic, aber irgendwie auch nicht. Und ich verstehe, was ich meine, weil diese Gecko-Fähigkeiten zu nutzen und so. Macht das Spiel schon kein doch besonders. Auch wenn es nicht wirklich besonders ist. You know what I mean. Power-Ups. Das für ein Power-Up? Feuer. I'm on fire. Kann man in alle Richtungen spucken. Ziemlich cool. Guck, jetzt verbrennt der TV auch. Ja, da geht's doch irgendwo hin. Könnt ihr mir auch nicht erzählen, dass hier nix ist. Diese Sounds, ja, guck. Ist hier ein Bonus, oder? Ich glaube, hier ist tatsächlich ein Bonus. Wenn es ein Bonus ist, muss ich safe stellen. Denn man hat, glaube ich, nur eine Chance. Ja. Die sind ziemlich tricky. Aber ich gebe mein Bestes. Immerhin habe ich den schon mal gefunden hier. In der Welt. Oh, die Bonusmusik ist so ein Banger. Oh Gott, Leute, das schaffe ich ja nie in der Zeit. Ja. Nee. Ja, das wird viele Versuche brauchen. Also, ja. Da bin ich davor, dass ich selbst jetzt ab. Ist echt schwer. Lustigerweise sind andere Boni gar nicht mal so schwer. Aber hier in der ersten Welt? Wir wollen es wissen, ich sag's euch. Oh Gott, das ist doch schon zum Scheiter verurteilt. Könnt ihr mir sagen, was ihr wollt? So schwer, die zu erwischen. Guck mal, und da hat es nicht mal gezählt. Komm schon. You can do it. Hat es jetzt gezählt? Sind das alle? Nee, sind natürlich nicht alle. Boah, ist das hart. Ja, die Bonus-Level werden mich komplett zerstören. Kann ich euch jetzt schon sagen. Hilft auch die geile Mucke nicht. Hey, wie soll man das machen? Ist das ein Trick? Hey, das war gut. Zwei auf einen Streich, Sir. Ja, okay. Erstmal drin ist mit dem Timing, aber wie soll man das lernen? Das sind Level immer und immer wieder spielen. Yes! Das war's!
We did it! Es gibt natürlich extra Leben und Mass, die wir auch brauchen werden. Ja. Und ihr seht es, Special Fernbedienung. Das ist für Planet X. Nur so bekommt man die. Bonus Level perfekt schaffen. Extra Leben absahen. Und weiter geht's. Flip! Das war nicht gut. Ich glaube, da unten wollen wir nicht sein. Das ist so ein bisschen die Sonic-Regel. Bei Sonic wird es auch eher oben sein, anstatt unten, ja. Unten wartet nur der Tod. Wenn man ehrlich ist. Yes. Oh, Jason. Jason. Dex labert so wenig in dem Spiel. Bin ich ja was ganz anderes gewohnt, ne? Von Gex 3. Say cheers. Cheers. Weiß nicht, soll ich da nochmal gucken? Was hier ist? Oh no! Ich habe Angst, dass das nicht gespeichert wird. Die Bonus Stage. Wenn ich sterbe. Ich glaube, da wollen wir nicht hin. Da wollen wir nicht hin. Seriously. Ich denke aber schon, dass es gespeichert wird. Apropos speichern, das Spiel kann ich speichern. Ich muss sowieso Safe States nutzen. Früher. Ja, ich weiß nicht, wer vor euch Crash Bandicoot 1 oder so gespielt hat. Früher wurde alles mit Codes gemacht. Cheatcodes. Passwörter und so. Das ist eins dieser Spiele. Flop. Oh, Jason. Der böse Jason. Ne, da gehe ich nicht nochmal hin. Könnte man mal so weit. Da gehe ich nicht nochmal hin. Da wartet einzig und allein. Der Tod. Oh, wir haben das Windpower-Up. Das ist richtig gut. Das zerstört einfach alles. Unverwundbarkeit und alle sterben sofort. Instant. I love it. Das ist echt cool. Ne, Jason? Gut, dass wir mit euch gesprochen haben. Exotischen Statuen. So cool. Was nicht cool ist an dem Spiel, ist der Bildschirmausschnitt. Man sieht oftmals wenig. Das wurde auch von Kritikern kritisiert. Oh, ist der Sprung assi. Aber nicht asozial für mich. Ja, das Spiel. Oh Gott. Das Spiel ist nicht das einfachste Spiel, kann ich euch sagen. Und das Spiel ist blind. Was kann ja was werden? Ich bin jetzt auch nicht die besten Jump-Runs. Ich bin okay. Das extra Leben ist mir egal. Gott. Müssen wir auf dem Floß, auf so untotes Floß? Oh no. Gott. Dann halt nicht Gex. Knapp. Gott, das ist schneller, als es aussieht. Naja, gut, jetzt geht's. Kam mir scheinbar nur so vor. Da ist die Fernbedienung. Boing. Boing. Ich habe das Floß gar nicht mehr gebraucht. Es geht sofort unter. Das heißt, wenn man noch drauf steht, ja, RIP. Yeah. Wer war das denn im Hintergrund? Ah, oh, so episch. Ui. Wie geht das denn noch da hin? Will ich das herausfinden? Irgendwie schon. Nur zu extra Leben, dein Ernst? I mean, man nimmt, was man kriegen kann. Boah, und Gex hat nur 3 Energieeinheiten. Das nervt irgendwie. Ja, gut. We did it! Mit Bonus-Level geschafft. Bedeutet, in dieser Welt brauchen wir keinen Bogen mehr finden. Wir haben schon die Spezialfernbedienung für Planet X. Und der kotzt uns wieder voll. Ich glaube, ein Level schaffen wir noch. Könnt jetzt hier natürlich schon beenden.
Aber komm schon, 30 Minuten. Muss schon passen. Die Bosse in dem Spiel sind noch besser als in Gex 3, das kann ich euch sagen. Das wäre ja schon ein bisschen sad. Gex 3. Wenn wir ehrlich sind, schnell die besiegt wurden. Let's get back to the Mystery Man. Tomato Soup, ja, das war ein geiler Level. Der war echt episch. Es kommen die Killer-Tomaten, pass auf. Gott. Dein Ernst? Was ist hier der Tipp? Find the videotape and you will receive a password when you beat the level. Richtig. Nur mit den Videotapes kann man den Spielfortschritt speichern. Was absolut bescheuert ist. Oh je. Richtig krasser Dämon. Der sieht ja cool aus. Sieht echt episch aus. Needed. Ah, die Sprüche sind so gut wie eh und je. Auch wenn sie auf Englisch sind, aber mich stört das ja nicht. Flump! Alle Neune! Home Run! Ich mache jetzt einfach mal so bekloppte Sprüche. Hui. Oh nein! Angriff der Killer-Tomaten! Auf so eine Idee muss erstmal kommen, ne? Haben sie sich bestimmt inspirieren lassen von Medieval. In Medieval. Oh, das ist zusammengebrochen. In Medieval gab es. Hui! Gab es die Killer-Kürbisse. Oh, was? Das war Sonic-mäßig. So Sonic Advance-mäßig. Slidest und bist instant im Gegner. Sehr fair. Das bricht ein, das sehe ich. Aber wenn das einbricht, bin ich doch safe, oder nicht? Oh! Safe tot. Guck mal meine Energie. Schön, dass wir einen Teleporter bekommen. Ah, die Energie ist wieder voll. Durch das Power-Up. War aber gefährlich, aber es hat sich gelohnt. Energieanzeige für das Level erhöht. Ist halt in dem Spiel nur temporär, unlike Gex 3, wo man wirklich permanent die Energieleiste erhöhen kann. Flip! Ah, das Speed-Power-Up mag ich nicht. Das ist wie bei Sonic, der Schuh. Ich finde das eher negativ als positiv. Wirklich. Nicht gut, das Power-Up. Dadurch, dass ich schneller bin, laufe ich auch schnell in meinen Verderben. Guckt euch den Mist ab. Flupp. Was haben wir jetzt? Feuer? Oh yeah. Das gab es ja auch in Gex 3. Ich mache gerne Gex 3 Referenzen, weil das das berühmteste Gag-Spiel ist. Woohoo! Oh yeah! Vom Winde verweht! Oh, und hier kann man wieder den machen. Oh, das Spiel ist so geil. Das Spiel ist doch gut, oder? Ich find's witzig. Ist kein Gex 3, aber es ist schon ziemlich solides 2D-Jump-Run. Rock solid. Oh, die goldene Kamera, die öffnet immer Spezialwege. Wie diesen hier. Und leitet manchmal zu Secrets. Flop! I don't need anything but this. Ja, der englische Gag-Sprecher ist auch fantastic. Wirklich. Ich feier den. Komm ich neu so. Beziehungsweise komme ich wieder runter. Ja, mit der Steuerung muss ich mich noch vertraut machen. Hä? Muss doch da irgendwie hochkommen. Oh no, fuck my fucking Dreckslife. Oh nee. Oh nee, Kinos. Oh, jetzt muss ich halt normal machen. Tja. Das sind die alten Spiele. Gnadenlos und brutal. Aber komischerweise, später gibt's gar nicht mehr so Instant-Death-Sachen. Warum ist die erste Welt so schwer? Von Instant-Death-Sachen bin ich auch kein Fangirl, kann ich euch einfach mal fairerweise sagen. Ich finde, sowas sollte nicht in Spielen existieren. Ich hoffe, ich brauche jetzt nicht die goldene Kamera. Nur wegen der Extra-Leben bin ich jetzt gestorben, ey. Leben des Todes. Hey, da kann man gar nicht drauf stehen. Wie haben die sich das denn gedacht?
Das kann ich euch leider nicht sagen. Was die sich dabei gedacht haben. Komm, nimm das mit. Du wirst es brauchen, Kumpel. Was? Oh mein Gott, ist das Spiel brutal. Heilige Scheiße. Ich hätte nicht gedacht, dass das Spiel so schwer ist. Oh mein Gott, das ist das Problem, wenn man blind spielt. Oh Gott, was? Oh nee, Kinders. Echt, so brutal ist das Spiel. Gut. Ich bin halt immer demotiviert, wenn ich gestorben bin. Wenn man Sachen normal spielen muss. Spiele ich unvorsichtig und dumm. In der Regel. Das sollte ich jetzt aber nicht. Was? Oh mein Gott, die Steuerung ist Cancer. Scheiße, nein. Ich muss mit Safe State spielen, Leute. Ich muss wieder mit Safe State spielen, wenn das so weitergeht. Nee, ich mache keine Safe States. Wie krieg ich das denn? Boah, die Steuerung ist aber... Wenn du mit dem Schwanz angreifst, guck mal, der rutscht so ein bisschen nach vorne manchmal. Das ist echt schwer. Heilige Kacke. Gut, ich hätte den nutzen können, den Bounce. Das stimmt. Vor allen Dingen, wir haben jetzt nur 3 Leben. Wenn der Typ stirbt, hat er einfach nur 3 Energieeinheiten. Ist komplett geliefert, ey. Komm her! So. Kommt die Tomate des Todes. So, Tomate des Todes Geschichte. So, jetzt bin ich gespannt. Was war hier das Problem? Da lauerte der Tod irgendwie einfach so random, oder wie? Was war denn hier jetzt das Problem? So, da war der Tod. Ja, kurz gestorben vor einem Checkpoint. Man kennt's. Videospiel-Klassiker. Oh! Heute gibt's Tomaten-Ragout. Oder so ähnlich Tomatensuppe, wie der Level auch schon heißt. Darum heißt der Level auch so. Hab ich den erwischt? Oh mein Gott, wo kommt hier denn jetzt her? Ich will einen Dämon irgendwie damit treffen. Kann man scheinbar nicht, der ist immun. Flop! Gesundheit wiederhergestellt. Nun zu dir, Kumpel. Komm her! Straight up aus Castlevania. Hi. Hey, Fernbedienungen sind noch wie die Kristalle bei Crash Bandicoot sind auf dem Weg. Kann man gar nicht übersehen. Was natürlich kritikwürdig ist. Irgendwie will ich lieber hier nach unten. Boah, das könnte er mir nicht antun, ne. Wie fies ist das? Das wusste Lucio also bis heute auch noch nicht, dass das geht. Wie gesagt, ich kenne das Spiel, ich habe es nur noch nicht selber gespielt. Was machen die Fernseher? Oh, das extra Leben. Ich kann es, glaube ich, gebrauchen, ne? So wie es hier aktuell läuft. 18 Leben. Die erste Welt, Leute. Die allererste Welt. Schon so hart. Brutal, oder? Gut. Da schien jetzt kein Secret zu sein. Das heißt, wir gehen einfach zum Levelende. I'm out of here. Was ein geiles Spiel, ne? Kill your TV, man. Kill your TV, Nerd. Was? Ja, früher, 1995, da war es noch nicht das Internet, da hat man die ganze Zeit Fernsehen geguckt. Wenn du keinen Fernseher hattest, warst du einfach gelackmeiert. Ich muss jetzt echt mit Self-States arbeiten, Leute. Weil das Spiel kann nicht speichern. Gut, das war der erste Part von Gex 1. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Hör auf zu labern, Gex.
Ich finde das ein cooler Einstieg. Zeigt schon mal, wohin das Ganze gehen wir mit Schwierigkeitsgrad und ja, hat einen ganz guten Einblick gegeben, die Fähigkeiten von Gags, Power-Ups und so. Da kommen noch viele coole Welten auf uns zu. Das sind richtig innovative Welten. Wie bei Mario Land 2, wo man wirklich auf innovative Welten gesetzt hat, anstatt Wüste, Eis, Dschungel, der Klassiker. Gut, Dschungel gibt's ja auch. Aber sehr kreativ umgesetzt. Ein bisschen Indiana Jones-Style. Gut, ihr Lieben. Ich würde sagen, Daumen hoch. Stay awesome. Eure Sissy. Ciao. Oh, hallo. Freut mich, dass du immer noch da bist. Und das Video bis zu Ende geschaut hast. Dich habe ich ganz besonders lieb. Falls du noch nicht genug von mir hast, kannst du mich auch gerne mal auf den Social Media Kanälen besuchen gehen. Und da auch ein Follow da lassen. Ich bin ziemlich aktiv auf Twitter, Insta und Twitch. Und da kann man mich auch erreichen. Hier oben findest du die Playlist zu diesem Projekt. Hier unten ist eine persönliche Empfehlung von YouTube für dich. Und hier kannst du diesen Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Ciao!